selbst ein riesiges Verkehrsflugzeug führen, selbst starten, navigieren und landen auf den Pilotensitzen der größten Airliner der Welt. Das ist das einzigartige Highlight unserer ProFlight-Event-Programme. In den Flugsimulatoren der Lufthansa. In Frankfurt, Bremen und Berlin, dort, wo sonst die Flugkapitäne der großen Airlines ihre regelmäßigen Checks und Trainings absolvieren, wird Ihre Tagung, Ihre Präsentation und Ihr Incentive zu einem unvergesslichen Ereignis. Fliegen Sie eine Piper Cheyenne oder den Avrojet oder die größten Modelle von Airbus und Boeing. Sie können unter 8 verschiedenen Flugzeugtypen auf 26 Simulatoren auswählen. Jede einzelne Anlage ist ein Hightech-Meisterwerk. 6 Hydraulikstempel erzeugen das Gefühl von Abheben und Aufsetzen bei Start und Landung, ebenso wie das Schütteln der Maschine bei schwerem Wetter. Das Cockpit ist bis aufs kleinste Detail originalgetreu. Alle Funktionen des Flugzeugs können hier gesteuert werden und alle technischen Abläufe funktionieren mit dem gleichen Look and Feel wie in der realen Maschine. Die verblüffend realistische Bilddarstellung erlaubt Ihnen die freie Auswahl, auf welchem internationalen Airport von Hannover bis Hongkong Sie starten und landen wollen. Begleiten wir doch einmal eine Simulatorbesatzung durch das 3-stündige Flugprogramm. Im Briefing werden Sie zunächst ausführlich mit den Grundlagen der Fliegerei vertraut gemacht. Dazu schneiden wir die Flügel ungefähr hier durch und schauen dann von der Stirnseite aus drauf. Und dann ergibt sich also folgendes Bild. Sie erfahren, warum ein Flugzeug überhaupt fliegt. Dass die Luftströmung um die Tragflächen den nötigen Auftrieb bewirkt. Ihr Betreuer erklärt Ihnen alles, was Sie über Landeklappen, künstlichen Horizont, Schubumkehr und über die Bedienungselemente Ihres speziellen Flugzeugtyps wissen müssen. Im Querruder steuern wir das Flugzeug um die Längsachse, mit dem Höhenruder um die Querachse und mit dem Seitenruder dann nachher um die Hochachse. Und danach geht es gleich in die Praxis. Sie nehmen im Simulator Platz, orientieren sich in der überwältigenden Vielzahl der Instrumente und sind bald mit den wesentlichsten Bedienungsfunktionen vertraut. Und dann geht es los. Sie rollen vom Gate zu Ihrer Startposition. Die Runway liegt vor Ihnen. Sie geben Schub, beschleunigen auf etwa 140 Knoten. Dann ziehen Sie das Steuerhorn langsam zu sich heran. Und dann heben Sie ab. Nach dem Takeoff fahren Sie das Fahrwerk ein, gehen auf Reiseflughöhe und Geschwindigkeit und fliegen. Im Pilotensitz eines tonnenschweren Airliners hoch über den Wolken. Über Gebirge, Städte und Landschaften. Sie nehmen Kurs auf den Zielflughafen. Die Maschine gehorcht ihren kleinsten Bewegungen. Ein unvergleichliches Erlebnis. Jedes Besatzungsmitglied führt abwechselnd die verschiedenen Aufgaben der Piloten aus, denn erst die nahtlose Zusammenarbeit im Cockpit macht es möglich, den schwierigsten Teil zu bewältigen, die Maschine wieder sicher auf den Boden zu bringen. Den ersten Anschlag und danach nach hinten wegziehen. 400. Und gleichzeitig dann die Nase hochnehmen beim Call 50, zwischen 50 und 30 die Nase so ein Stückchen hochziehen. 5 cm ungefähr die Säule zurück. 200. Und dann setzen wir ganz weich auf. Sehr schön. So ein bisschen hochgekommen, aber die Bahn ist sehr lang. Das macht nichts aus. 100. So, bei 50, wie gesagt, der Trigger. 50, 40, und die Nase hoch. 30, sehr schön. 20, nur halten. 10. Wunderbar. Und den Reverser. Genau. Bisschen bremsen mit den Füßen und gleichzeitig mit den Pedalen die Richtung auf der Landebahn halten. Sehr schön. Ja, 1A Landung würde ich sagen.
Eine so gelungene Landung ist erst einmal Anlass für ein Glas Sekt, bevor Sie dann im Debriefing mit dem Betreuer Ihre Flugdaten besprechen, die der Computer für Sie aufgezeichnet hat, und dann Ihre persönlichen Datenblätter und Ihre Flugurkunde ausgehändigt bekommen. Es ist schon ein ganz besonderes Erlebnis, einmal einen solchen Riesen der Luft selbst geflogen zu haben.